Edavarone ist seit 2017 ein neues ALS-Medikament, das bei wenigen Patienten mit speziellen Symptomen eingesetzt wird. Es kann die ALS um 30% verlangsamen. Bisher ist unbekannt, ob mehr Patienten von Edavarone profitieren können und auch das Überleben verlängert werden kann. Wir sind sehr froh, dass es das Medikament Edavarone gibt, da seit 20 Jahren erstmals wieder ein Medikament zur Verfügung steht, das eine Wirksamkeit bei der ALS zeigt. Allerdings sind noch viele Fragen offen und deswegen möchten wir 100 Patienten bundesweit in eine Studie einschließen, um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und die Therapiezufriedenheit zu untersuchen. Naja, es ist ein Hoffnungsträger auf jeden Fall, weil das erste Medikament ist Nariluzol, was eine Verlangsamung der Krankheit verspricht. Ob das so ist, werden wir sehen, aber ich hoffe auf jeden Fall darauf.